Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem kurzen Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr an einen Bosch, Siemens, Konstrukta oder Neff Geschirrspüler, der voll integriert ist, die Holzverkleidung abnehmen könnt. Das sind jeweils auf der rechten Seite die oberen beiden Schrauben. Die schraubt ihr raus. Dann eine Schraube auslassen und die nächste Schraube nehmen. Die schraubt ihr auch raus, jeweils links und rechts. Zu meiner Überraschung haben die Küchenbauer hier ein wenig geschlampt, denn die Tür fällt herunter. Normalerweise sind im unteren Bereich von der Tür noch ein paar kleine Haken angeschraubt, die genau in diese Löcher passen, damit euch die Tür nicht entgegenfällt. Aber die Küchenbauer hatten vielleicht keine Lust oder wollten zeitig Feierabend haben oder warum auch immer, dass sie das vergessen haben oder mit Absicht haben liegen lassen. Aber so entfernt ihr die Tür und natürlich in umgekehrter Reihenfolge könnt ihr sie wieder anbringen.